Heute also die Frage nach dem Recht auf Vergessenwerden. Da hat der Europäische Gerichtshof, wie ich denke, einen Pflock eingeschlagen. Es lohnt aber jetzt genauer darüber nachzudenken, bringt uns das eigentlich weiter, diese Entscheidung? Was bedeutet sie denn jetzt in der Praxis wirklich? Und wie wollen wir denn damit umgehen? Wollen wir tatsächlich, dass jeder einfach beschließen kann, von mir muss keiner was finden können. Ich sehe das eigentlich nicht ein. Ich will verschwinden. Ich will vergessen werden. Also in dem Sinne eine sehr grundlegende Frage, die sich hinter diesem Komplex und diesem Projekt verbirgt. Und wir versuchen, ganz praktische Vorschläge zu entwickeln, wie denn die Adressierten, durch dieses Urteil Adressierten, nämlich Gatekeeper, die dafür sorgen, dass eine Information gefunden wird, wie die sich verhalten könnten im Umgang mit diesem Recht auf Vergessenwerden. Herr Kammer hat gesagt, da ist ein Pflock eingerammt worden. Mir ist eher das Wort Pfosten eingefallen in der Ausführung Vollpfosten. Habe aber dann darüber nachgedacht, natürlich gibt es auch ein Recht auf Vergessenwerden, nur das ist in diesem Urteil überhaupt nicht angesprochen worden. Was uns also an den digitalen Kommunikationstechnologien bekümmert und auch bekümmern muss, ist der sorglose und missbräuchliche Umgang mit den Möglichkeiten, die digitalen Kommunikationstechnologien zur Verfügung stellen. Es geht also nicht ums Vergessen. Es geht eigentlich und vielmehr um die Destruktion der Vorhaltbarkeit zurückliegenden individuellen und kollektiven Verhaltens. Es geht darum, mit den Mitteln des Rechts die Würde, die Freiheit, die Selbstbestimmung des Einzelnen sowie deren grundrechtlichen Konkretisierung gegen Verletzungen zu schützen und das im Spannungsfeld mit anderen Grundrechten. In dieser Vorlage des spanischen Gerichts ging es im Wesentlichen um drei Fragen. Die eine Frage ist auch sehr interessant. Gilt Datenschutzrecht von europäischen Mitgliedstaaten für Unternehmen wie Google, ja, die ja keine europäischen Unternehmen sind? Die zweite Frage war, ist Google für die Inhalte in seinem Suchindex verantwortlich im datenschutzrechtlichen Sinne? Und die dritte und wichtigste Frage in diesem Kontext, haben Privatpersonen eine Art Anspruch auf Löschung der Verweise auf Artikel, Inhalte, die in denen personenbezogene Daten über sie niedergelegt sind? Und hat im Prinzip gesagt, also generell sind die Verweise zu löschen, es sei denn in Ausnahmefällen, wenn es um Personen des öffentlichen Lebens geht, dann muss dieser Löschantrag eben abgelehnt werden. Es sind ca. 230.000 Anträge eingegangen, die sich auf ca. 850.000 Verweise bezogen. 59% der Verweise wurden nicht gelöscht, also der Löschanträge wurden abgelehnt und 41% der Verweise wurden entfernt. Ich finde das Google-Urteil schwach. Ich finde, da wird ein sehr komplexer Sachverhalt und ein sehr komplexes Problem unterkomplex gelöst. Das ist das Grundproblem an diesem Urteil. Und ich glaube, dass wir viel stärker auch die Frage diskutieren müssen, inwieweit gibt es auch ein Recht, aufgefunden zu werden. Das besteht ja bisher nicht. Und dann haben wir vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, Schiedsgerichte verpflichtend von den entsprechenden Suchmaschinen verpflichtend einzuführen, die dann auch von den Suchmaschinen mitfinanziert werden. Und damit ist ja der Rechtsweg nicht abgeschnitten. Das haben wir auch ganz klar geregelt, dass diese Schiedsgerichtsentscheidung dann für die Suchmaschine dann bindend ist, aber eben nicht für die eigentlich Betroffenen und auch nicht für die Drittbetroffenen. Unser Vorschlag sieht vor, zu sagen, erstens, die Vorgabe der sorgfältigen Prüfung auch der Rechte der dritten Seite und dann die Gelegenheit zur Stellungnahme und das heißt natürlich vor der Durchführung der Löschung des Links. Wir konzentrieren uns momentan in erster Linie darauf, das Urteil umzusetzen und weniger darauf zu bewerten, ob die Diskussion uns gefällt oder nicht. Die Erkenntnisse Gatekeeper oder einziger Weg zum Inhalt oder der alternativlose Weg für Nutzer ist vollkommen falsch. Und das ist statistisch belegt und zwar in Echtzeit. Wir sind nun mal die Vertreter der Verbraucher und wir gelten dann in dem Fall als die Vertreter und sind, glaube ich, dann deren Stimme, wenn es darum geht, eben die betroffenen Rechte zu stärken. Vor dem EuGH-Urteil, also ich kann das statistisch nicht sagen, aber hatten wir immer mal wieder Anfragen.
Dann mit der Veröffentlichung des Urteils gab es bei uns auch einen Ansturm, wo wir aber ganz klar natürlich die Verbraucher zum einen an die Datenschutzaufsichtsbehörden verwiesen haben. Und was wir aber auch gemacht haben, ist ihnen, also ganz viel Aufklärungsarbeit, weil wir natürlich auch viele Verbraucher hatten, die am Anfang da waren und dachten, sie können jetzt alles einfach mal löschen lassen. Das ist ja alles sozusagen nur gekommen, weil man gesagt hat, dass Google für die Datenverarbeitung verantwortlich ist. Sie verarbeiten eben Daten. Die Suchergebnisse kommen nicht einfach mal so zustande, sondern sie machen was, damit dieses Suchergebnis kommt. Das Neue ist, dass man sagt, Google ist verantwortlich. Vorher hat man immer gesagt, Google ist für die Suchergebnisse nicht verantwortlich. Jetzt sagt man ja, sie sind es. Und sie verdienen ja tatsächlich auch das Geld damit. Und ich finde auch, ja, wenn man sich zum Beispiel anschaut, natürlich sind das unheimlich viele Anfragen. Google ist aber auch ein Riesenunternehmen, die einfach unheimlich viele Daten verarbeiten. Da müssen sie eben auch die Stellen dafür schaffen, damit sie solche Rechte, die Betroffenen in bestimmten Punkten haben, eben dann auch ausfüllen können. Es wurde in dem Jahr seit diesem Urteil sehr viel in dieses Urteil reininterpretiert, was da überhaupt nicht drinsteht. Und das ist einfach wirklich wichtig, dass das mal aufgedröselt wird und nicht immer wieder holt wird. Man muss einfach sehen, dass wenn man über zum Beispiel das Presseprivileg redet, und das ist absolut richtig, dass wir da einen wichtigen, genauen Blick drauf haben und dass das auch berücksichtigt wird in einer solchen Rechtsprechung, aber dass das in der Auseinandersetzung mit den Suchmaschinenanbietern, Google, andere, und ihrem Produkt Suchmaschine, privatwirtschaftliche Suchmaschine, schlichtweg in der Auseinandersetzung mit dem Unternehmen keine Rolle spielt. Denn eine Suchmaschine, wie zum Beispiel Google oder auch andere, genießen nicht das Presserecht. Dieses Unternehmen entscheidet einzig und allein nach seinen eigenen privatwirtschaftlichen Kriterien.